Mitten im Hochsommer wird es unerklärlicherweise schlagartig Winter. Die ganze Welt vereist. Vier Menschen, allesamt unterwegs, werden vom plötzlichen Kälteeinbruch aufgehalten und auf zufällige oder schicksalshafte Weise zusammengeführt. Land in Sicht! Anu? Du sagst zusammen nacheinander einen Text, dass dann flog sie weg. Ist das ein Satz für dich? Dann flog sie weg. Wie erzählen Menschen gemeinsam eine Geschichte? Das ist ja etwas, was ich als Autorin gar nicht erlebe. Da sitze ich alleine und ich finde es eigentlich auch nicht so richtig natürlich. Also es ist etwas Merkwürdiges. Menschen einigen sich zusammen auf eine Geschichte. Dankeschön. Bis morgen. Als ich erneut angefragt wurde, mit einer Klasse einen Schulhausroman zu schreiben, hatte ich von Anfang an vor, dass es diese Phase 2 gibt, dass es eine Umsetzung gibt. Und da ich selber vom Theater komme, war meine erste Assoziation Theater. Allerdings hätte ich in dem Fall Theater so aufgefasst, zu sagen, Bewegung in einem Raum. Und das war die Idee von Petra Kochen, die bereits das Bundesjugendballett kannte. Sie sagte, das könnte ein interessanter Partner sein. Mit Kaffee und alles. Guten Morgen, Johann. Guten Morgen, Bella. Wie geht's? Vor abertausenden von Jahren. Erschuf ein weiser alter Alchemist einen Spiegel. Dieser Spiegel sollte alles Gute zeigen, für jeden, der in ihn hineinsieht. Diesen wundervollen Spiegel schenkte er vier ganz besondere Frauen. Und als er sie herbeirief, erschienen sie auch so gleich. Wir gehen bei dem Menschen zu und bringen ein bisschen von unserer Kunst bei. Also es geht ein bisschen jetzt gerade Schauspiel, ein bisschen Tanz, ein bisschen von allem. Und was mir wichtig ist, ist auch diese Kollaboration. Mir ist nicht wichtig, dass ich komme und sage, hier, ihr macht das, sondern dass sie selber auch ein bisschen von Idee reinbringen, dass jeder ein bisschen von seines Könnens oder was gerade ihnen zumute ist, in unser Projekt reinbringen. Das ist was ganz anderes, das kennt man gar nicht. Man kommt da rein und auf einmal tanzen da vor und man denkt sich, okay. Aber man muss sagen, sie sind alle sehr nett, sie helfen auch, geben ganz viele Tipps, wie man ruhig bleiben kann, wie man eine Sache nicht vergessen kann. Unsere Company gibt uns die Möglichkeit, mehr mit Menschen zu tun zu haben, anstatt mit Theatern oder große Bühne. Das ist auch richtig schön für uns. Klar, als Tänzer, man versucht seine Technik zu verbessern und viel Erfahrung auf der Bühne zu sammeln, aber ich glaube, man muss auch etwas Besonderes geben können und in solchen Projekten lernt man das auf jeden Fall. Oh, das ist richtig cool! Wir haben den Text im Dezember, Ende Dezember bekommen, dieser Roman, und dann haben wir uns jeder für sich an seine Seite gesetzt und geguckt, überlegt,
Was sind die Schwerpunkte von diesem Text? Also vor dieser Aufgabe steht man ja immer, und wenn man eben eine Präsentation eines ganzen Buches in 25 Minuten, also das heißt, diese Aufgabe hätten wir auch, wenn wir eine herkömmliche Lesung machen würden, dann muss immer irgendwelche Teile rausgreifen. Du bist ein bisschen wie, du bist sichtbar, aber auch durchsichtig, weißt du? So, du bist jetzt nicht mehr Roman, du bist jetzt der Alchemist. Der Alchemist hat immer Zeit. Er weiß, das Leben geht weiter. Ich wollte ihn mehr als poetische Figur immer haben, damit er die Verbindung zwischen die Szene, da wir den Text nicht ganz durchlesen können, wir müssen diese Szene verbinden. Und ich möchte, dass er immer sich durch diese Szene, es ist ein bisschen wie Fernsehen-Zapping. Und diese Zapping ist er ja sozusagen. Stopp. Oh Mann, du musst wirklich Fokus bleiben, ne? Das ist ganz wichtig. Ich zähle auf dich. Du bist der rote Faden und gerade hast du der rote Faden geschnitten. Einfach ohne Warnung. Das Faszinierende ist tatsächlich, dass die Schüler gemeinsam vier Charaktere erfunden haben. Das war allerdings auch so, haben wir gesagt, wir machen Gruppen, jede Gruppe erfindet erstmal eine Figur. Und dann haben wir diese Figuren weiterentwickelt, immer in Gruppen. Dieses Moonwalk ist okay, aber eigentlich, was du gemacht hast, war viel besser von mich. Also deine Arme, und du hast dich so ein bisschen da, du bist jetzt mal rückwärts gegangen, und dann auch hier, und dann gesagt, wow. Und deine Augen. Hast du sowas gemacht? Das war wirklich cool. Ja, genau. Aber weiter mit den Armen. Und ich habe mich halt dafür entschieden, für den Surfer. Da kam mir halt die Idee, dass er halt ziemlich arm ist. Und sein Wunsch ist es, die Riesenwelle in Hawaii zu surfen. Der kommt auch aus Portugal. Ich habe Portugal gesagt, weil ich auch aus Portugal komme. Ja! Und so kam Ronaldo, entstand Ronaldo. Einige der schönsten Wellen haben. Deswegen kam ich auch drauf. Also Ronald ist ziemlich, wenn er was vorhat, dann macht er es auch. Also er ist nicht einer, nee, ich mach's lieber nicht. Ich muss auch das planen, ich muss das planen. Er macht es einfach, egal was passiert. Da ähnelt ihn etwas. Böse gucken. Böse gucken. Schlagen. Böse gucken. Und dann gehen. Okay, als ganz viel böse gucken. Ja. Spazieren gehen. Ich nutze das aus und nehme mir ihre Werkzeuge. Ich weiß, es ist nicht gut, was ich mache. Aber ich kann einfach nicht arbeiten. Und das ist auch hier ganz, ganz spannend, weil zum einen haben wir ein Thema vorgegeben, sozusagen, nämlich das Thema Unterwegssein. Mhm. Also der Mensch, der praktisch sein Leben lang unterwegs ist, von der Geburt bis zum Tod auf der einen Seite, aber auch unterwegs sein auf der Welt, unterwegs sein im Sinne von der Suche, die jeder Mensch ja irgendwie sein Leben lang führt. Wir haben hier Flüchtlinge in Masse. Leila ist ja eine Person, die erstmal auch verheiratet ist und eine syrische Frau aus dem Krieg. Tänzer, das ist auch für euch. Diese Flüchtlinge, bam, 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 ja, bam, 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 bam. Also ich bin eine Türkin und ich wohne ja auch in der Grenze, also genau zu Türkei und zu Syrien. Und deswegen kam mir die Geschichte auch, also ist mir das direkt eingefallen. Wir gehen seit Kilometer und Kilometer. Hier geht ein bisschen die... Rechts und links und bam, 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 ja, bam, bam. Es ist auch, finde ich, auch interessant, dass wir das auch mit Menschen verkörpern und so. Aber der Text ist wichtig und wir müssen, das muss man mit seinem Körper betonen. Ja, verstärken. Und mir fällt auf, gerade wenn Text und Bewegung zusammenkommt, dann ist es, glaube ich, für die, die sprechen, ganz wichtig, dass ihr das Bewusstsein habt, dass die anderen, die sich dazu bewegen, nicht stören, sondern dich unterstützen.
Also nicht sagt, ich muss da drüber brettern und weiterlesen und auch nicht sagt, die stören mich, sondern sagen, ach, guck mal, was gerade sozusagen ein Teil von mir macht, während ich das lese. Von Frau Schwitter aus, von der Autorin, sollte sich jede Gruppe eben halt einen Charakter überlegen, wie der aussieht, was der Charakter für eine Geschichte hat, also zum Beispiel todkrank. Mein Name ist Lena Fischer. Ich bin 19 Jahre alt und gehe in die 12. Klasse. Als ich im Juni in der Schule unter Schmerzen zusammengebrochen bin, hat meine Zwillingsschwester Lena sofort einen Krankenwagen gerufen. Ich bin eben halt auf Lena gekommen, weil es eben halt schon sehr spannend ist, wenn jemand, der todkrank ist, wirklich noch seine letzten Kräfte dafür verwendet, seine größten Träume zu verwirklichen. Die Therapie nicht mehr machen möchte. Stattdessen möchte ich lieber meine restliche Zeit, die ich habe, genießen, um mir meine größten Wünsche und meine größten Wünsche zu erfüllen. Manche Wörter sind ganz stark. Ich meine, die Geschichte, die Grundpersonen sind, haben alle sehr interessantes Problem, sehr dramatisches Problem. Was passiert auf diesem Schiff, wie die dazukommen, es ist ganz interessant. Also wenn man wirklich das in dem Grund einstudiert, warum diese Kinder diese Ideen haben, ist mir erstmal ein Rätsel. Sie sind da sehr weit gegangen in ihren Behauptungen und haben wirklich erstmal sozusagen auch dramatische Schicksale sich ausgedacht und haben die wirklich mit unglaublich Persönlichem angefüllt. Und das ist, das war sehr spannend und sehr berührend zu sehen, wie sie sich ausdrücken konnten in diesen großen Themen und großen Konflikten. Was noch ist, ist diese Dreierbeziehung. Es ist ja klar, er fühlt sich angezogen mit die, die er eigentlich nicht kommunizieren kann, was ich sehr schön finde. Also das ist eine Liebe, die wird gemacht oder die entsteht durch Augen. Kontakt. Weißt du? Hey, ich bin jetzt. Okay. Sein einziger Gedanke war, wie sie es schaffen konnten, in der Kälte zu überleben und nach Hawaii zu gelangen. Okay. Genau. Ja. Das war gut. Finde ich gut. Ja! Du warst nicht da. Okay. Und diese Gruppe hat eine sehr schöne Dynamik. Und genau wie wir. Wir haben 8 Tänzer, die sehr gut untereinander sind und die sind auch 10, die auch sehr gut und sie sich auch gut kennen. Wir verstehen uns alle sehr gut. Ja. Wir wissen viel über uns, also gegenseitig viel Bescheid. Wir wissen, wo unsere Stärken und wo unsere Schwächen liegen und helfen uns so auch gegenseitig. Ja. In allem, also auch in den Unterrichtsfächern und im Privaten auch. Ja, besonders. Let's get ready to rumble. Nee. So geht's. Okay. Let's get. Das hat weh getan. Das hat weh getan. Kannst du, wenn du dein Mikrofon nimmst, kannst du ihn auf den Boden rollen? Mach den Judo-Rollen. Ja, mach Judo-Rollen, kannst du das? Nimm das hier. Oder wir haben es. Ha! Oder ein bisschen mehr Action. Okay, jetzt. Als wir bei den Kindern zum ersten Mal waren,
haben wir die gefragt, was die alle sonst so machen. Und da kam eben zum Beispiel raus, dass der Viktor, dass der DJ ist und seine eigene Musik macht. Okay. Und das hast du nicht gemacht, oder? Hast du was gemacht selber? Seine Figur Bobo in dem Roman ist auch DJ. Und da wir sowieso nach Musik gesucht haben, die hat es so ein bisschen kurzweiliger gemacht und die Elemente verbindet, versuchen wir ihn jetzt da auch so einzusetzen, dass er ja, da am Pult steht und sowohl seine Figur verkörpert, als auch eben ja, mir beiseite steht, den Soundtrack zu liefern. Türkischen Tanz, der heißt Halay. Und langsam geht das so, man muss so, dann so, so, so. In Trance, weißt du? Wie diese türkische Tänzer, die drehen sich, weißt du so. Aber wirklich so mit du hast dich verloren, in Tanz verloren. Okay? Wie eine Verrückte. Und, Tanz, Tanz, noch mehr, Tanz, mehr, Disco, boom, boom, boom. Bobo! Land in Sicht! Wie gesagt, diese wesentlichen Fragen, eine Gruppe von Menschen in einer Extremsituation. Wie kooperieren sie und wie kommunizieren sie? Das sind auch große Themen in dem Roman, auch die Verständigung, diese Vielsprachigkeit, Sprachengewirr, aber auch diese verschiedenen Interessen und diese Notlage der dieser unglaublichen Kälte, dieser unerklärbaren Kälte. Also, dass diese existenziellen Fragen sozusagen irgendwo berührt werden und dass es irgendwo um diese Geschichten geht von Begegnung und von Gemeinsamkeit suchen müssen, weil man dazu gezwungen ist. Ja, ich bin eigentlich zuversichtlich, dass das sich erzählt und finde diesen Vorgang sehr, sehr schön und finde es toll, wie sehr sich auch die Schüler auf diesen Vorgang einlassen können und da sehr offen dabei sind. Gut, wir sind am Strand gelandet. Dieses Projekt findet bei uns in der Schule bereits zum dritten Mal statt. Aber dieses Mal ist es wirklich nochmals eine Steigerung der Arbeit der vorherigen Durchgänge. Ein mich besonders berührender Augenblick hat stattgefunden, als vor Weihnachten das Bundesjugendballett erstmals auf unsere Schülerinnen und Schüler getroffen ist. Die unbändige Freude, die in unserer Schülerin Jasmin, die querschnittsgelähmt im Elektrorollstuhl sitzt, sich in den Versuch von Bewegung ausdrückte, zeigt, wie werthaltig diese Arbeit ist und dass über den Schulhausroman hinaus diese Steigerung in der Zusammenarbeit mit dem Bundesjugendballett Chancen bietet, die ich mir wünsche, die viele Menschen auch nutzen können. Ich glaube, eigentlich gibt das uns vielleicht sogar mehr, als wir ihnen geben können. Ja. Weil ich habe immer das Gefühl, plötzlich ist die Atmosphäre so offen und ich glaube, man kommt mit einer ganz anderen Einstellung in dieses Projekt und dann merkt man immer wieder irgendwie, das sind besondere Menschen und sind so offen und haben ein warmes Herz und es ist immer eine angenehme Arbeit.
Genau. Und jetzt gehen wir alle raus, alle wie eine Familie. Gut. Super. Sie kommen aus ganz unterschiedlichen Welten, sind Flüchtlinge, Sinnsucher, Abenteurer, Glücksritter. Gemeinsam machen sie sich mit einem alten Fischkutter auf den Weg übers Meer mit Ziel Hawaii, auf der Suche nach einem Ausweg, nach Wärme, der perfekten Welle und ihren Träumen.